Mann, ich habe die Zahnräder, aber ich bin halt zu geizig. Das ist mein Hauptproblem. Deshalb wollte ich auch diese blöden Ballerinas töten. Ich habe eine Vermutung, dass ich das mit Hoch- und Runterschieben machen muss. Weil ich glaube, da an den Dingern waren oben und unten so spezielle Dinger zum Mitschieben. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich solche Rätsel hasse? Vor allem auf Zeit. Ich bin kein schlechter Rätsler, aber... Bei mir werdet ihr auch nie ein Soul Reaver Let's Play sehen. Gerade weil ich Rätsel irgendwie. Bei Computerspielen möchte ich sowas hier machen. Sinnlos drauf rumkloppen, da möchte ich ein bisschen entspannen. Das macht einen Flächenschaden, den man nicht so sieht. Außerdem geht das sau schnell. So. Na, hat er extra gemacht, dass er noch speichern gehen kann. Das werde ich auch tun. Weil ich möchte das Ganze nicht nochmal machen müssen. Ich vermute, ich komme dann unten wieder an irgendeinem Platz raus, der nicht so wichtig war bisher, aber ja. Man kriegt diese Gegnertypen auch nur ein paar Mal vorgesetzt. Das heißt, wenn du dich einmal angepasst hast an irgendeine Art von Gegner, dann kriegst du neue. Das macht das Spiel natürlich ein bisschen schwerer. So, ich war ziemlich schwer verletzt. Leider kann ich nicht die Abkürzung da hinten durchnehmen. Vielleicht geht das später, aber aktuell geht die Tür halt noch nicht. Ich vermute, wenn ich den Lift dann soweit habe, dann kommt noch viel mehr Kacke auf mich zu. Selbst wenn ich das Spiel perfekt spielen würde, ich könnte mir nicht vorstellen, dass du das Spiel in einer Stunde schaffst. Außer es ist deutlich kleiner, als ich dachte, aber das glaube ich fast nicht. Wenn du vielleicht ein bisschen besser spielst als ich, dann klappt's wahrscheinlich eher. Let's see what's wrong Nee, with this machine. das kann ich nicht abbrechen. This thing seems unstable.
Nee, lässt sich nicht abbrechen. Ah, das eine konnte ich wegklicken. Okay, ich muss den zuerst. Das muss ein Stück höher. Und höher auf die Höhe, genau. Ne, warte mal, ich muss das hier dann runterziehen. Ne, kann ich nicht. Ich muss ungefähr auf eine Höhe kommen. Genau, dann ist der ausgerichtet. Wie kriege ich den jetzt wieder runter? Habe ich jetzt kaputt gemacht? Den hier kriege ich ja nicht mehr hoch. Scheiße. Ah, okay, man darf nochmal. Tja, das musst du echt perfekt machen. Ja, ich bin tot. Du musst schon genau wissen, was du tust. Warum darf ich denn nicht einfach jetzt hier durch? Das ist doch blöd. Warum hat er das gemacht? Ich meine, jetzt da hätte es doch genauso gut machen können, dass du an der Stelle dann... Jetzt läuft es wieder nicht. Hättest du genauso gut machen können, dass du an der Stelle... Ja, lauf. Dass du an der Stelle dann einfach sagst, okay, ist wieder von der anderen Seite verschlossen. Lauf! Lauf! Ich möchte aber anmerken, er hat dieses Spiel vollkommen alleine programmiert. In den 4 Jahren. Also Hut ab, ich glaube, er hat das nicht hauptberuflich gemacht. Mal sehen, wie oft ich noch an der Maschine verkacke. Wenn ich könnte, würde ich an so einer Stelle speichern, aber das geht leider nicht. Er hat ein festes Speichersystem implementiert, was nicht schlecht ist, aber gerade wenn du viele Sachen nicht abbrechen kannst, kann es schon echt nerven. Es muss ja nicht mal sein, dass du drauf gehst. Ich weiß nicht, ob das Spiel hundertprozentig stabil läuft. Es könnte auch mal abstürzen an der Stelle. Angenommen, du bist kurz vor dem Speicherstand und das Spiel stürzt plötzlich ab. Und du hast ewig lang nicht gespeichert. Wäre echt scheiße. Ja. Du kannst nur anscheinend nur Sachen nicht abändern, die wichtig sind, weil sie sich bewegt. Warte mal, jetzt habe ich ja das Problem. Das muss tiefer. Das muss höher. Ach, das muss ich mitnehmen. Keine Ahnung. Ah, ich hab's irgendwie geschafft, keine Ahnung wie. I was almost a sandwich. Ja, fast ein Sandwich. Das, ich muss sagen, das ist auch ein Tod, den ich mir sehr übel vorstelle. Warum habe ich eigentlich mit einer Pistole ausgegangen? Zerquetscht werden. Ach. Hier sind wir jetzt. Diesen Fisch-Swimsuit hätten wir nicht umsonst gekriegt.
Der wäre bestimmt wichtig gewesen für irgendwas. Ja. Eine Duschszene wäre nicht schlecht. Aber nicht hier. Gegner? Nö. Da liegt ein Zettel. Die sieht alles verseucht aus hier. Eine dreckige Notiz auf dem Grund. Ja, der Text ist noch lesbar. Kann irgendjemand was über die Überflutung in den unteren Bereichen machen? Und gib mir nicht diesen Nonsens über Aided Controlling the Substances around here and out of set. Und gib mir nicht so einen Nonsens wie Aided kontrolliert alle Substanzen hier und sowas. Das macht mich wahnsinnig, Barbara. Passiert was, wenn ich es durchlaufen lasse? Ich lasse es mal ganz kurz. Das wäre auf jeden Fall ein schöner Hintergrundbild. Schön so ein bisschen mehr texturiert, aber es wäre cool. Ich will nur wissen, ob hier noch was passiert. Drei, fünf und sechs immer, oder? Ja. Drei, fünf und sechs sind immer dieselben. Au. Alter. Okay, der zerfällt. Hier bin ich rausgekommen. Tür ist verrammelt. Was zur Hölle? Hey, Casper! Ein nettes, heißes Bad wär großartig. Aber nicht so, aber nicht hier. Ich krieg das hier nicht umsonst. Ich glaube, ich brauche eins. Ich überlege, ob ich die Schrot mal wieder mitnehme. Dafür habe ich bestimmt genug Money. Nö, hab mich geirrt. Weil ich keine Munition kaufe. Oh, hier passiert irgendwas. Eine sehr tiefes Wasserloch. Ich sehe schattenhafte Figuren in der Tiefe herum. Ich
metallische Wurzeln kommen aus diesem Belüftungsding. Sucht das hier Wasser? Ja, ich wollte gerade sagen, da gehen bestimmt die Stacheln weg. Kein Bock. Könnte ich sie töten? Nö, die macht mich fertig. Vielleicht mit der anderen Waffe. War nur ein Versuch. Vielleicht sollte ich einfach mal wirklich eine Schusswaffe nehmen für sowas. Mit der Schrot könnte ich vielleicht ein bisschen Schaden anrichten. Ein einzelnes schafft man. Aber wenn es mehrere werden, wird es hässlich. Aus jedem kommt einer. Oh. Okay, das kann man echt gut ausnutzen. Ach, dann schießt man die Arme ab. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ich habe mich gerade so auf das Kreuz konzentriert. Was? Ich häng fest? Was für eine Kacke? Ist der eine tot? Oh! Ich habe keine Munition mehr. Was zur Hölle? Wo kommst du denn her? Ist der nicht beinahe umgelegt? Ich bin immer out auf Medikits tatsächlich.
Oh nein. Klar, es ist auch gefährlich, was ich hier mache. Haben die jetzt ihre Arme wieder? Das heißt, hier könnte ich rein theoretisch farmen. Also es ist immer so eine Wahrscheinlichkeit, was von denen kaputt geht quasi. Komm mal mit, hierher. Es ist zufällig. Das heißt, ich kann mir jetzt Maschinenpistole leisten. Habe ich Munition für die? Ich habe keine Ahnung, aber ich hätte gerne mehr Medikits. Wenn ich mehr schießen würde, bräuchte ich wahrscheinlich auch weniger. Ja. Oh, hast du wieder Medizin? Ah, jetzt kann ich nicht speichern, Mist! Na, jetzt habe ich Glück und ich kann gleich nochmal einen vernichten. Okay, der nächste wird erstmal mit dem Maschinengewehr gelegt. Geile Sache. Das speichere ich jetzt gerne. Welcome. Die nehme ich mir. Davon hätte ich gern mehr. Schnell. Ja, jetzt fühle ich mich tatsächlich wie eine richtige Frau. Ach so, jetzt komme ich ja normal zurück. Wo bist du? ...16 Schuss davon. Und ich kriege genau 6 zurück. Das heißt, ich mache plus Munition. Ah ja, da brauchen wir die Fischschlüssel. Ach ja, ich habe ja schon E gedrückt. Die Frage ist, was habe ich jetzt damit erreicht? Ach so, jetzt komme ich den Aufzug hoch. Aber ich finde das, jetzt wird's richtig interessant. Jetzt habe ich eine richtige Waffe. Okay, keine neuen Gegner. Was verbirgt sich hinterm Aufzug? Ja, ist auch alles überschwemmt. Geht nicht zu holen, leider. Right hand. Ich hab doch keinen. Hier ist die linke Hand.
Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas habe ich übersehen, was Wichtiges. Ein rechter Handschlüssel. Ich gehe noch mal runter. Ich überlege, ob ich die Ballerinas jetzt killen kann mit der Waffe. Hätte schon Lust zu. Den blöden Bitches mal so richtig einzuheizen. Rechte Hand. Ja, ich brauche überall rechten Handschlüssel. Fisch. Fisch und rechte Hand. Habe ich vielleicht irgendeins unten übersehen? Oder irgendwas? Muss mal runtergehen. Irgendwo könnte noch was sein. Hier brauche ich auch einen Fisch. Hier war ich am Anfang drin. Das ist das Klo. Genau. Wo ich sagen muss, das hat schon was, dieses Klo. Mit dem grünen Licht. Da ist er mal rausgekommen. Und ehrlich gesagt, auch da würde ich drin baden. Irgendwo ist was Wichtiges verloren gegangen. Ja, aber hier geht's nur wieder hoch. Aber was habe ich dazu, was habe ich gewonnen? Der Aufzug läuft. Das wäre ja eigentlich impliziert dafür, dass es da weitergeht. Oder ich guck mal oben. Ich brauche entweder den Rechtsschlüssel oder den Meeresschlüssel, den Fischschlüssel. Könnte natürlich auch sein, dass eine der Türen oben jetzt nicht mehr blockiert ist. In der Nähe der Ballerinas. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit. Da waren ja in diesem Gang einige Türen blockiert. Vielleicht hat sich da ja was getan. Sehr dunkel draußen, ich kann nichts sehen. Von der anderen Seite. Verschlossen. Da brauche ich auch die rechte Hand. Was bringt es mir, dass der Aufzug jetzt läuft? Ich verstehe es halt noch nicht. Noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Ernsthaft, Queenie, wenn ich
wieder mich mit irgendjemand anlegen will, dann kommst du und stellst dich vor mich, ja? Ich sehe nichts. Weg. Ach, falsche Taste. Falsche Taste. Meine Schuld. Ja, toll. Au! Ich muss mich jetzt irgendwie kratzen, oder? Ja, leg dich hin. Dann sehe ich wenigstens was. So. Irgendwie visiert die sie nicht an. Nicht richtig. Oh. Lauf! Wie viel halten die Schleuder aus? Oh, ich habe gar nichts mehr zum Heilen. Bleib nach. Oh, gar nicht schlecht. Ich habe zwar alles verballert, aber sie sind tot. Die Frage ist jetzt, was habe ich daraus? Was bringt das? Hier geht's auch noch wieder zurück. Nee. Ja, habe ich jetzt auch nichts mitgewonnen. Nur die Befriedigung, diese blöden Witcher getötet zu haben, die mir immer noch ordentlich zugesetzt haben. Okay. Vermutung. Ich muss wirklich runter. Außer hier. Da muss irgendwas sein, aber wo habe ich den Schlüssel übersehen? Hier kann ich ja noch nichts machen. Da brauche ich noch die Edelsteine. Also entweder ich brauche den Fischschlüssel oder den rechten Handschlüssel, aber ich weiß nicht, wo der ist. Habe ich irgendwas vergessen? In der Manege habe ich alles geöffnet. Es gibt hier ein paar Gegner, an denen verdient man irgendwie mehr Zahnräder als an anderen, vom Verhältnis her. Ich muss sagen, diese Fischmenschen zum Beispiel, die sind sehr gut geeignet, um zu farmen. Aber andere Sachen nicht so. Ich könnte hier nochmal schauen gleich. Hast du was zum Heilen? Das ist alles verkauft. Wie viel kostet der? 16. Will ich mir gerne mal anschauen. Du kriegst immer eins, das ist gut. Thank you. Passt. Thank you. Nee, alles ausverkauft. Könnte ich hier noch was machen?
Ansonsten muss ich wirklich runter. Und gucken, dass da irgendwas geht. Nee, einfach nur von der anderen Seite verschlossen. Bei Casper denke ich entweder an diesen Geist oder diesen Rapper, der vor 13, 14 Jahren so angesagt, ja, wenn's reicht, der so eine richtige Raubeinstimme hatte, die ich fand, der klang echt scheiße, aber die ganze Welt ist auf ihn abgefahren. Die hieß aber nicht Casper Crowe, der hieß einfach nur Casper. Da oben war ich überall drin. Gehen wir mal runter. Weil eigentlich müsste ich jetzt hier weiterkommen. Tue ich aber nicht. Ja, hier fehlt mir der Schlüssel. Right hand. Vielleicht beende ich auch die Aufnahme hier und dann schaue ich einfach mal im Internet nach, bis zum nächsten Mal, wo es weitergeht, weil ich habe jetzt echt keine Ahnung, was ich übersehen haben könnte. Wahrscheinlich lag der irgendwo und ich habe ihn nur nicht in die Hand genommen. Hier war ja auch nichts weiter. Oh, warte mal, ist das jetzt hier weg? Wound Bunch. Strange looking metallic root shape decoration. Hier brauche ich einen Baum. Den habe ich ja nicht. Nö, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Nö. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Alissa für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.